Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Sonoff Bewegungsmelder. Ihr habt es bestimmt auch schon wieder im Intro gesehen. Und dafür habe ich mir hier so einen kleinen Peer-Sensor. Ich hole den mal ganz kurz hier raus. Das ist ein... Die Verpackung brauchen wir nicht mehr. Das ist ein einfacher Peer-Sensor. Ich zeige euch das ganz kurz. Den habe ich hier im 5-Fach-Päckchen hier mir bei Amazon gekauft. Das sind hier 5 Stück für 3,90 Euro. Das kann man absolut in Kauf nehmen. Es ist nicht teuer. Ich habe mir das hier auch noch farblich ein bisschen markiert, weil man hier ein paar Sachen einstellen kann. Ich habe euch da ein Foto auch in der Beschreibung zugepostet. Wenn ihr das quasi so haltet, dass der Peer-Sensor unten ist und oben... Die ganzen Einstellungen sind, die Potentiometer, so heißt das, glaube ich. Dann habe ich hier quasi rechts mir so einen blauen Punkt hingemacht, links einen grünen Punkt, weil auf der linken Seite hier einmal die Sensitivität des Peer-Sensors eingestellt werden kann, während auf der rechten Seite der Timer eingestellt werden kann, quasi wie lange, also wenn er eine Bewegung meldet, wie lange soll die Phase oder das Licht geschaltet sein, bis es wieder ausgeht, ne? Bis wieder der entgegengesetzte Impuls gesendet wird. Ja, dann haben wir hier auf der anderen Seite, das ist das falsche Bild, haben wir auf der anderen Seite einmal die Pins, wo wir was dran anschließen können. Wenn wir hier vorne das Ganze einfach abmachen, können wir es auch sehen. Quasi hier ist jetzt VCC, Out und Ground. Ne? Also ich habe euch das auch nochmal in einem Bild mit reingepackt jetzt, dass ihr das quasi auch sehen könnt, sonst kommt man da sonst komplett durcheinander. Es muss nämlich wirklich richtig alles verbunden sein, sonst funktioniert das natürlich nicht richtig. Das ist der Peer-Sensor, dann natürlich ganz normal einen IO-Broker, ein IO-Broker, ein Sonoff und dadurch können wir hier dann diesen Sonoff-Bewegungsmelder machen und ja, bei diesem Sonoff habe ich natürlich auch wieder diese Stifte eingelötet und auch ihn mit der Sonoff Tasmota Firmware geflasht. Das ist ganz wichtig. Dazu auch Link natürlich in der Beschreibung, wie ihr diesen Sonoff mit Tasmota flashen könnt. Und dann können wir im Grunde genommen auch schon direkt anfangen, das Ganze zu verkabeln. Dazu habe ich euch auch ein Bild hier reingepostet, wie das Ganze funktioniert, weil da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, aber sicher ist sicher. Dafür habe ich hier einfach so ein bisschen Jumperkabel, in dem Fall Female to Female. Wir fangen einfach mal auf dem Sonoff an. Ne, das heißt, wir packen jetzt auf dem Sonoff ein Kabel an GPIO 14. Ne? Ein Kabel an GPIO 14 und das nächste Kabel an GPIO, an Ground. Ja. Na, komm schon. Na, so, GPIO 14 und Ground. Und den letzten, den packen wir an den VCC. Das heißt, im Grunde genommen habt ihr dann von dem Sonoff die ersten, also wenn ihr quasi den Knopf zu euch hin zeigen habt, ja, dann haben wir die ersten beiden oben belegt, dann sind zwei frei und dann der unterste belegt mit VCC. Ne, also quasi wie auch auf dem Foto beschrieben. Nur auf dem Foto fehlt halt eben der Button unten, also deswegen daher bitte nicht verwirren lassen davon. Der ist mir halt einfach, das ist ein defektes Gerät, womit ich das Bild gemacht habe, weil zu diesem Zeitpunkt dieser Sonoff hier noch eingepackt war. Genau, und dann haben wir hier auf der anderen Seite einfach der VCC geht zu VCC. Das heißt, wir halten das auch dann wieder richtig natürlich vor uns. VCC geht zu VCC, das heißt hier auf die rechte Seite. Und dann haben wir den gelben, der hier in dem Fall Ground ist. Ups. Also unser gelber hier ist Ground. Und der orangene ist GPIO 14. Ja. So. Zack, jetzt haben wir das alles hier richtig verbunden. Jetzt packe ich das Ganze hier wieder ins Gehäuse rein. Also ich zeige es noch einmal ganz kurz hier so, damit ihr das hier in der kleinen Kamera sehen könnt, wie ich das jetzt hier verbunden habe. Aber ich denke mal, auf dem Bild wird man es einfach besser sehen. Ne? Deswegen bauen wir das jetzt hier direkt wieder ein, dass das hier auch safe ist, weil wir wollen da jetzt gleich Strom drauf geben. Jetzt könnt ihr natürlich auch ganz normal einfach links...
Phase und 0 rein und rechts Phase und 0 raus und dann könnt ihr direkt alles, was jetzt hier dran hängt, direkt über den Bewegungsmelder steuern. Das war jetzt vielleicht ein bisschen nicht so klug. Ich muss es hier nochmal abmachen, weil ich das jetzt erst hier durchfriemeln muss und dann schieben wir das hier wieder drauf. So. So haben wir das nämlich ein bisschen besser. So, zack. Dann einmal so zu. Und jetzt machen wir natürlich hier noch diese Dinger dran. So. Schließlich wollen wir ja nicht, dass hier irgendwas passiert. Deswegen immer schön sicher arbeiten und das natürlich auch immer alles wieder verschließen. So. So, und jetzt können wir im Grunde genommen auch schon mal direkt Power drauf geben. So. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Also hier haben wir jetzt auf jeden Fall ja diese, ich halte mal hier den Schraubenzieher dran, dass man es vielleicht so sehen kann. Hier ist jetzt ja die Lampe. Ich habe den jetzt schon bei mir richtig eingestellt. Also ich rate euch, diese beiden Potentiometer, warte, ich zeige es hier nochmal im Bild, diese beiden Potentiometer dahingehend so zu machen, dass ihr wirklich die Sensitivität ganz nach links packt, das heißt ganz auf Minimum schaltet. Also dass es nicht so sensibel reagiert und den Timer auch relativ weit nach links oder kommt halt darauf an, ob es jetzt halt möchte, dass es viel schalten soll oder wenig. Also ob es lange sein soll oder nicht so lange. Und jetzt wird es natürlich hier von dem Licht der GoPro beeinträchtigt. Müssen wir mal gucken, wenn ich das hier so halte. Also ihr müsst immer auch ein bisschen warten, also wenn ihr das Ganze angeschaltet habt, das muss ich erstmal selber so ein bisschen, sage ich mal, konfigurieren. Und jetzt vielleicht funktioniert es jetzt? Ja, jetzt funktioniert es auf Anhieb. Ihr seht es, also lasst den ruhig sich erstmal ein bisschen kalibrieren. Das kann sein, dass er da am Anfang ein bisschen braucht. Hier ist das Licht und wenn ich jetzt meine Hand davor halte, geht hier, wo der Schraubenzieher ist, das Licht an. Achtung, zack, jetzt leuchtet hier das Licht. Und wenn ihr jetzt quasi den Verbraucher direkt am Sonoff angeschlossen hättet, dann würde dieser sofort funktionieren und würde dann halt leuchten. Wenn ich jetzt so mache, würde jetzt dann nicht nur das Licht hier drauf leuchten, sondern natürlich auch der Verbraucher. Und weil ich mir noch gedacht habe, es macht ja vielleicht Sinn, den Bewegungsmelder separat von dem Verbraucher zu haben und deswegen, ihr kennt ja das Video vielleicht, wie ich diese Wechselschaltung realisiert habe mit den zwei Sonoffs und im Grunde genommen ist das hier genau dasselbe, nur ein bisschen anders aufgebaut, weil bei der Wechselschaltung hatten wir zwei Scripts und hier brauchen wir nur ein Script, weil natürlich nur der Wechselschalter den Verbraucher schalten darf, aber der Verbraucher nicht die Möglichkeit haben darf, den Wechselschalter zu schalten, weil wir ja keine zwei Schalter haben, sondern auf der Seite gar keinen Schalter und auf der Seite nur den Bewegungsmelder. Sonst würden wir das ganze Script verwirren. Und deswegen zeige ich euch das ganze Script jetzt hier mal, was ich gemacht habe. Im Grunde genommen ist es genau dasselbe Script, was der Wechselschalter auch hat. Nur ihr seht hier, ne, das eine habe ich jetzt rot geschaltet, also die Hauptlampe selbst habe ich tot geschaltet, dass die nicht den Bewegungsmelder verwirrt. Und den Wechselschalter habe ich angelassen, das heißt, die Software, die jetzt hier drauf ist, ist an. Und dann müsst ihr natürlich hier noch hergehen. Ich zeige euch das ganz kurz. Wenn ihr hier in dem, das ist jetzt hier der Sonoff, und da geht ihr einfach in die IP-Adresse drauf, Configure Modul, und wählt jetzt hier bei GPIO 14 Switch aus. Ich habe jetzt hier Switch 4 genommen, ihr könnt wahrscheinlich auch Switch 1 nehmen, aber ich mache es jetzt halt hier einfach mit Switch 4. Und dann klickt ihr einmal auf Save und speichert das Ganze, damit er das Ganze auch hier erkennt. Ne? Und dann, wenn jetzt quasi über GPIO 14 was reinkommt, dann weiß er, aha, okay, das ist jetzt hier in der Stelle der Bewegungsmelder und dann schaltet er das. Und wenn ihr dann das Script so wie jetzt hier aufgebaut nachbauen wollt, das heißt, ich erkläre euch kurz nochmal die Namen, also hier, falls Objekt
also falls dieser Sonoff, da müsst ihr einfach den Power State von diesem Sonoff nehmen, falls das geändert wurde, sprich irgendwie durch den ja, durch den Bewegungsmelder jetzt hier ein Signal reinkommt über GPIO 14, dann wird das Script hier aktiviert und dann schaut er hier, wenn jetzt der Wert True hier reinkommt über diesen Sonoff, ja, das heißt, wenn der Bewegungsmelder sagt, jopp, da ist eine Bewegung, dann soll jetzt hier in dem Fall der Verbraucher YouTube Test, also das ist hier das Bäumchen, mit wahr geschaltet werden. Könnt ihr auch mit irgendwelchen anderen Sachen, die ihr über Broadlink eingelernt habt oder sonst was. Hier könnt ihr im Grunde genommen alles Mögliche mit steuern, was ihr steuern möchtet. Und dann hier zweiter Punkt, wenn quasi der Wert false gesetzt wird, sprich wenn der Timer, nachdem die Bewegung registriert wurde, abgelaufen ist im Bewegungsmelder, dann soll hier unwahr, sprich dann soll das und das Gerät hier mit dem Wert unwahr geschaltet werden. Das heißt, diese Lampe wieder aus in dem Fall. Wenn ich das jetzt hier aktiviert habe, das Script, und hier auch jetzt Strom drauf gebe, dann seht ihr Folgendes. Jetzt haben wir Strom hier auf beidem drauf. Und wenn ich jetzt meine Hand vor diesen Bewegungsmelder bewege, dann schaltet er dieses Script ein, weil er dann sagt, aha, okay, der YouTube-Test ist jetzt hier aktiv, also dann ist das Script aktiv und dann guckt er natürlich hier, okay, die Bewegung True wird geschickt, weil halt hier eine Bewegung erkannt wurde, das heißt, das ist wahr und dann wird natürlich das Power-Signal hier zugeschickt. Das heißt, ich mache so und die Lampe geht an. Ja, jetzt warten wir ein bisschen, genau, das geht relativ schnell. Ne? Nochmal, zack, Bewegung registriert, das Script funktioniert. Schaltet die Lampe an und nach einer gewissen Zeit wieder aus. Ne, das könnt ihr aber hier mit diesem Potentiometer, ich weiß gar nicht, wie das heißt, korrigiert mich in den Kommentaren, wie das eigentlich heißt, aber hier mit diesem Timer könnt ihr das einfach umstellen, wie lange das jetzt gehen soll. Ne? Wenn ich jetzt darauf gehe, geht es an und nach 2-3 Sekunden geht es wieder aus. Wenn ich jetzt aber hierher gehe und einfach hier mit dem Schraubenzieher das in meinem Fall blaue, weil das ist ja hier, ne, wenn ihr das quasi so über Kopf haltet, dann ist das linke hier die Sensitivität und das rechte hier ist dann der Timer. Und jetzt setze ich den Timer einfach ein bisschen weiter hoch. So, muss ja jetzt nicht viel sein, einfach nur, dass ihr dann merkt, dass jetzt hier das Ganze auf jeden Fall ein bisschen länger anbleibt. Ne, jetzt haben wir es ein bisschen hochgestellt, Achtung. So, geht an. Okay, das ist scheinbar noch nicht merkbar. Wir machen mal ein bisschen mehr. So, und wenn ich es jetzt anmache, na, scheinbar macht er das jetzt. Ja, oder er wurde wieder durch die GoPro ausgelöst, kann natürlich auch sein. Jetzt bleibt es aber auf jeden Fall schon wieder ein bisschen länger an. Das seht ihr jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall schon. Dass es deutlich länger jetzt anbleibt. Ich glaube, so auf dem Stand, wo es jetzt steht, müssen es um die 30 Sekunden sein, schätze ich jetzt einfach mal. Wir können ja mal ganz kurz noch warten. Aber wie gesagt, da könnt ihr in dem Timer das Ganze einfach einstellen, wie lange das halten soll. Ne? Das geht, glaube ich, bis zu einer halben Stunde oder sowas kann es, glaube ich, anbleiben. Wie genau das jetzt da geregelt ist, das weiß ich auch nicht. Das müsst ihr auf dem Datenblatt von diesem Sensor halt eben nachschauen. Da müsste es, glaube ich, genau deklariert sein. Aber im Grunde genommen, ich habe jetzt einfach so ein bisschen mit dem Schraubenzieher getestet, das ein bisschen zu drehen. Und ja, dann kann man das dadurch registrieren lassen und dadurch auch zeitlich so ein bisschen steuern. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, das dauert mir jetzt hier ein bisschen zu lang. Ich mache das jetzt wieder ein bisschen runter. So, ja, weil im Grunde genommen, um zu zeigen, ist es halt eben besser, wenn es eine kurze Zeit ist. Ne? Das heißt, jetzt ist es aus. Ich mache halt meine Hand davor, also sprich, er reagiert, zack, und jetzt ist es wieder aus. Ja? Ja, natürlich müsst ihr ein bisschen warten, bis die nächste Bewegung kommt, jetzt. Ja. Und dann funktioniert das Ganze. Und genau das ist ja das, was wir hier wollen. Das ist einfach einmal dieser Bewegungsmelder und aufmerksam gemacht. Dadurch hat mich jetzt hier Phantom bei uns im Forum, der hat nämlich gefragt, hier Sonoff Basic mit Bewegungsmelder, hat jemand von euch so einen Bewegungsmelder schon mal gebaut? Ja, ich jetzt hier, weil ich hatte gerade den Peer-Sensor sowieso zu Hause. Zack, man halt die Hand davor
und der andere Sonoff schaltet. Oder wenn ich jetzt hier natürlich direkt den Verbraucher dran gemacht hätte, dann würde der natürlich das direkt ein- und ausschalten können. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Jo, funktioniert. Viel Spaß beim Nachbauen und ein preiswertes Smart Home wünsche ich euch natürlich allen. Link natürlich auch zu allen Beschreibungen, Link natürlich zu allen Produkten auch unten in der Beschreibung. Und ja, preiswertes Smart Home euch allen. Kauft euch nicht den teuren Quatsch, weil ich habe so einen Bewegungsmelder, so einen WLAN-Bewegungsmelder. Ich glaube, fix und fertig kann man den kaufen. Für 70, 80 Euro habe ich den schon mal gesehen. Und hier zahlt ihr für einen Sonoff, ich glaube, 7 Euro. Und hier für den für 5 von diesen Peer-Sensoren 3 Euro irgendwas. Das heißt, rechne mal jetzt mal 5 Euro für 5 Bewegungsmelder. Das heißt, 1 Euro für jeden. Und 5 Euro hier für so ein Ding. Das heißt, wir haben für 6 oder sagen wir mal 7 Euro großzügig gesagt. Für 7 Euro können wir einen WLAN-Bewegungsmelder bauen. Und wenn wir, naja, oder sagen wir 8 Euro. Sagen wir 8 Euro, weil der, ne, der kostet vielleicht 7 Euro, dann 1 Euro der Dings. Sagen wir 8 Euro können wir quasi einen WLAN-Bewegungsmelder bauen. Wenn wir uns dann noch ein paar mehr Sonoffs kaufen, weil für jeden weiteren haben wir das Ganze ja dann schon gekauft, dann können wir im Grunde genommen ja, 5 Stück bauen, weil wir ja 5 Stück im Paket hier haben. Also ich bin da mega von begeistert und ich glaube, ich werde das auch demnächst hier bei mir mal verbauen, weil gerade im Treppenhaus, da macht es einfach Sinn, so einen Bewegungsmelder hinzumachen, weil wenn man ins Treppenhaus geht, dann soll der auch die Bewegung erkennen und das Licht natürlich anschalten und dann werde ich das diesen Sonoff dann auch noch so machen, dass der erst ab einer gewissen Uhrzeit Strom bekommt. Das heißt, dass er erst ab einer gewissen Uhrzeit funktioniert. Das kann ich natürlich im Skript auch alles mit berücksichtigen, dass natürlich erst ab einer gewissen Uhrzeit das Ganze geschaltet werden soll. Jo, dann würde ich sagen, wie gesagt, war es das an der Stelle wieder damit. Macht euch einen Account im Forum, schreibt ein bisschen was mit dazu. Dort werde ich natürlich auch nochmal die ganzen Bilder posten, genauso wie in der Videobeschreibung, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Und ja, dann, wie gesagt, preiswertes Smart Home euch allen und macht's gut.